So, und dann willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Letzte Mission haben wir Spellbound erledigt und danach dieses ja, Bartmoss-Überrestchen von einer Quest. Wir haben jetzt noch zwei große offen, weil die Nebenmissionen ja hier sich eigentlich nicht aktualisiert. Ich hoffe, es kommt irgendwann. Und zwar machen wir hier dieses Mabtan Belen. Und dazu müssen wir Mr. Hans anrufen, den wir auch gleich mal kontaktieren. Hey, was gibt's? Muss mit dem Anführer der Voodoo Boys reden, wenn du das hinkriegst. Okay, okay. Du kommst also gleich auf den Punkt. Das wäre Maman Brigitte. Nicht Brigitte? So leicht, ans hier ranzukommen. Mir wurde gesagt, du kommst an alles ran. Ha. Jetzt klingst du wie Ehefrau Nummer 3, wenn sie eine neue Tasche wollte. Maman Brigitte? Das klingt mal nach einem fiesen Kultnamen. Darauf konnte ich sie noch nicht persönlich ansprechen. Aber so nennt sie jeder. Glaub aber nicht, dass der Titel eine religiöse Bedeutung hat. Die Voodoo Boys picken sich aus ihren haitianischen Wurzeln die Rosinen aus. Arbeitest du nicht mit denen zusammen? Nicht mit den Chefs, Chefinnen und Priestern. Wir haben Egos wie ein Zeppelin und reden nicht mit Leuten wie mir. Aber wenn du darauf bestehst, frage ich mal rum, ob sich was machen lässt. Ich brauche aber mehr Details. Hab was, das sie haben wollen. Echt? Du willst denen was verkaufen? Glaub mir, die brauchen und wollen nichts von dir. Die sind isoliert, autark, haben ihre eigenen Kontakte, Tech, Netzwerk. Aber wie du willst. Nun gut, ich guck mal, was ich tun kann und melde mich. Gerne hinweisen nach, bis Mr. Hans dich zurückruft. Das ist wunderschön. Ich kann kaum andere Sachen machen, außer jetzt irgendwie Geld farmen. Für eventuell noch ein neues Beinimplantat. Scheiße, nicht gut. Denn ich habe festgestellt, ich habe noch kein Beinimplantat, aber die kosten relativ viel, die sind 45.000 immer. Auf dass man da höher springen kann und ich glaube länger laufen oder sowas. Das wäre definitiv mal eine Sache. Na gut, ich melde mich, sobald Mr. Hans sich bei uns wieder, ja, in der Anrufschleife befindet. Bis dahin. Heute ist dein Glückstag. Zumindest wenn du Pacificas Lockruf hörst und dich ihm ganz hingeben willst. Hast du was für mich? Naja, wie gesagt. Wir haben kein Interesse an dem, was du ihnen andrehen willst. Aber sie haben ein anderes Problem. Also habe ich dich vorgeschlagen. Erledige das vernünftig und du kannst Brigitte sprechen. Also, was ist das für ein Job? Wieso bist du neuerdings so wählerisch? Die Kontaktperson wird dir alles erklären. Ich habe nichts aus dem Typen rausgekriegt. Hatte den Eindruck, ich muss für jedes Wort von ihm zahlen. Okay, mit wem rede ich und wie? Geh zur Kapelle auf der Sloan. Zum Altar. Irgendjemand wird dich anfassen. Nicken. Irgendwas Seltsames. Verstanden. Danke. Auf der Sloan. Wo ist denn das? Sehr weit im Süden also. Hier unten. Im Hilf, das ist wirklich weit weg. Kapelle. Ich glaube, da war ich schon mal gewesen. Gut, dann sehen wir uns dort gleich. So, ich bin in der Kapelle angekommen. Ich werde jetzt mal rein. Okay. Bitte wir haben gewartet. Bist du mein Kontakt? Erfahre ich bald mal, worum es geht. Ich bin nur der Mann in der Mitte. Du erfährst. Fall. Wer ist gestorben? Hat das mit dem Job zu tun? Du denkst, wir führen für dich eine Beerdigung auf? Scannst du mich? Checkst, ob ich alleine hier bin? Was für ein Chrom ich habe? Ist das eine Art Test?
Unsere Leute kennen wir, seit sie Babys sind. Wissen, sie sind eng. Dich kennen wir nicht. Wo ist Brigitte? Kann ich mit ihr reden? Nein. Das Einkaufszentrum an der Kreuzung. Geh zu dem Fleischer dort. Frag nach Placide. Er erklärt dir die Details. Ist das auch dieses, das, wo das Treffen war? An der Stelle. Zwischen Evelyn und wahrscheinlich Brigitte. Hey, der Witzka. Wie düster das hier drin ist. Einkaufscenter. Ist das dieses hässliche Einkaufscenter, wo wir so viel kämpfen mussten? Hey, wenigstens kriegen sie schon. Pacifica für immer. Eine Sache, die ich euch mal zeigen wollte übrigens, ist Breach-Protokoll. Sind wir jetzt übrigens auch fast durch. Noch 7000 XP. Man kriegt ja 100 pro einmal Breach-Protokoll. Also sollte das innerhalb der nächsten Mission dann auch Geschichte sein. Habe ich alles das, was ich sehr gut nutze, hochgetrieben. Dann ist noch Item-Herstellung. Wenn ich genug Geld... Also wenn ich alles mit Geld erledige... Werfen die hier den... Schützturm ab? Nee, oder? Wo wirft das Kind hin? Muss er ahnen? Es klingt so, als würdest du es oben hinwerfen, aber die Funken kommen halt auch so. Okay, also Flascherei. Ihr verkauft hier tatsächlich Fleisch? Ernsthaft? Qui ça l'appelle là? La pessier est intelligent, il semblait. Dieses typische Bild, wo so eine alte schwarze Dame da sitzt und ständig so, ja, was macht denn der hier? Während so ein Enkel irgendwie das ganze Geschäft leitet. Ich suche Placide. Placide. Garde ici là. Do, do, ti, 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 mama. C'est vous-même, continuez. Placide, garde là. Das ist wirklich Fleisch, was hier rumliegt. Sieht nicht sehr kühl aus. Ist hier Fleisch drin, ist hier ein Mensch drin. Und die Stimme der Alten verfolgt mich. Da muss man rein. Wie immer gucken wir uns mal oben. Okay, da hinten. Sorry, wo ich in drei Räume komme, ich will wissen, wer da ist. Placide Punisher. Manuel Caldus. Cardeplus. Bist du Placide? Das Fleisch wird in Formen gepresst. Wo ist deine Chefin? Denn hier? Ach, Verpackung. Oh, guckt mal die Adern an. Boah, Schwede. Warum habe ich jetzt die ganze Zeit dieses etwas? Leute, Verkauf von Geflügel ist illegal. An der Kapelle hieß es, ich soll mit dir reden. Mr. Hens meinte, dass ihr Söldnerarbeit. Ach, da ist ein Hähnchen. Oh! Nicht hier, komm mit. Da sind ein paar Hähnchen. Nicht hier, komm mit. Wo gehen wir hin? Ein Brennpunkt der Kontroverse. Eine Stadt in der Stadt. Hier la. Tunen und Villa. Tunen und Pacifica. Willkommen in Pacifica. Ich krieg dummerweise gerade die Anzeige rechts ab. Nicht wirklich. Ihr rollt nicht gerade den roten Teppich für die Leute von draußen aus. Sollte eine eigene Stadt werden, wo Anzüge ihre Edis verprassen. Kreislauf. Die Konzerne füttern ihre Schafe, die spucken es wieder raus. Alles hier auf Konzern Cash gewachsen.
Ja, der hält sich ein bisschen mit uns. Unser Ziel ist die Gems, die Grand Imperial Mall. Pacificas größter, hässlichster Tempel der Gier. Nie fertiggestellt. Bis letzte Woche war sie verlassen. Leer. Und jetzt? Jetzt haben sich die Animos da eingenistet. Ich werde mal ganz kurz speichern, wenn ich darf, weil das Problem ist einfach, wenn ich diese Anzeige nicht wegkriege, dann stört es auch mal bei Questverfolgung. Bis gleich. So, wir gehen also weiter. Die Anzeige ist weg. Ho pas bisogno. Che lotti che li pima. Vedete, in sa se bu. Ma pom 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 pom. Weil das Blut läuft ja die ganze Zeit raus, oder? Ist nicht mehr wahr. Ich meine, die hacken den Kopf ab und es tropft das Blut raus in der Zeitung. Zum Essen ist das ja nichts, was weitergegeben wurde, vermute ich mal. Oder? Okay, er ist sehr beliebt hier. Er läuft aber ein bisschen unrund. Ist ein steifes Bein? Ist das vielleicht ein Metallbein? Mit den Animals zu tun gehabt? Ja, ein paar. Ja, durchaus. Ihr wollt die Animals raus aus der Gym? Vernichtet? Dafür bezahlt ihr mich. Du erfährst bald alles. Ich meine, warum sind sie überhaupt hier? Abgeschnitten in Pacifica, ganz allein, ohne Verstärkung. Das ist euer Revier. Scheiße, nicht mal die Bullen patrouillieren hier. Mhm. Wollen sie euch provozieren, damit ihr was Dummes macht? Werden die noch nachgefüllt? Verlassen die Gin nicht. Wie viele von denen hängen da rum? 30 oder mehr. Bin ihnen nah, wir sind hier. Setzen. Ja, setzen. Du siehst, das sieht ein bisschen wie Village People aus. Tut mir leid. Na gut. Wann treffe ich Brigitte? Du machst den Job. Das kommt zuerst. Scheiße, was soll das werden? Naja, wenigstens labert er dir nicht die Ohren voll. Richtig. Hab das Gefühl, wir werden keine guten Freunde. Keine Chemie. Verkraft dich schon. Evelyn Parker. Sagt dir der Name was? Keine von uns. Sie hat mal für euch gearbeitet. Warum schickst du nicht deine Leute zur Gym? Nicht unsere Art. Und das zahlt sich für euch aus, ja? Läuft gut. Besser als du denkst. Meditech. Komm, Schamane. Ist es Victor? Billy, meine ich. Ist Victor? Kennst du den? Kennt ihr beide euch? Nein, brauche ich nicht. Diese Hardware ist shit. Solltest du ersetzen. Bist du jetzt auch ein Ripper-Doc oder wie? Was soll die Fragerei? Billiger Einschüchterungsversuch? Ich muss sicher sein, dass du den Job schaffst. Dieser Chip. Keine Signatur. Was ist das? Außer dem Chip ist alles okay? Neuralnetzproblem. Cortex flimmern. Und mehr Mist. Was davon ein echtes Problem? Ich hab nach dem Chip gefragt. Der Chip ist der Grund, weshalb ich mit Brigitte reden will. Kommt er dir nicht bekannt vor? Sollte er das? Ich sehe nur, dass er beschädigt ist. Kugel in den Kopf bekommen. Seitdem funktioniert er nicht mehr. Hm. Nein, wir machen nichts Aggressives. Was mache ich, wenn ich drin bin? Der Kamionett. 20, 35, 07. 3 Sekunden vorher. Wusch. Aber versuch rauszufinden, wo er herkommt. Der Wagen ist eine Spezialanfertigung. Du weißt also auch nicht mehr. Hey, ich will nur alle Fakten. Habt ihr die Aufnahmen selbst gemacht?
Wir hijacken private Camps und Konzernsatelliten zum Aufnehmen. Aber aus der Gym habt ihr Nada, richtig? Fortschrittliche Tech. Passt gar nicht zu diesen Matschbirnen. Sie beobachten ihn genau. Ist wichtig. Warum auch immer. Rasid. Batman Kelly habt ihr noch gehört? Vermont Butler. Zeit für eine Pause? Ich glaube, du wirst gebraucht. Sie kommen ohne mich klar. Konzentrier dich. Darf ich das scannen? Nee, darf nicht durch die Tür scannen. Nicht, dass die Brigitte da hinten liegt. Die Animals stecken nicht dahinter, oder? Sie sind Schläger. Jemand anders braucht sie. Und zwar jemand mit einem Lieferwagen voll Netrunner-Tech. Und ich soll rausfinden, wer. Fang mal Kamionette an. Bleib verborgen. Check nur die Situation. Jetzt bist du mit Agwe gesinkt, unsere Subnet. Warum? Wozu? Durch Agwe sehe ich, was du siehst, höre, was du hörst. Ich werde dich durch die Gym führen. Noch eine Stimme in deinem Kopf. Da freut sich der Ripper Doc. Wisst ihr, was cool ist? Die hören die Stimmen doppelt. Sonst hat uns teilweise gehabt, obwohl die Person neben uns stand, sie nur einfach die Stimme gehört haben. Hier passt das. Wer ist der Runner da drin? Das Problem beim Sitzen. Was will er? Ich hoffe, du sagst mir das. Ha, du überwachst mich. Zeugt von Vertrauen. Okay, muss ich sonst noch was wissen? Triff unsere Leute an der Mall. Sie zeigen dir, wie du reinkommst. Ich frage nicht nach Bezahlung. Verstanden. Wenn ich das erledige, bringst du mich zu Brigitte, richtig? Ja. Sortier am Ende des Gangs. Geh, meine Leute lassen dich durch. Maman und Brigitte. Ist das... Ist nicht T-Bug, nein. Fremde seht ihr hier wohl nicht so gern, oder? Leute wie du fallen auf. Sprich, ich sollte aufpassen? Wär klug. Weiß Brigitte überhaupt, dass ich hier bin? Oder ist der Deal auf deinem Mist gewachsen? Du siehst die Chefin, wenn's soweit ist. Also warum Voodoo Boys? Ihr glaubt wohl kaum an Voodoo. Weiß nicht. Frag die, die uns so nennen. Soll heißen, ihr nennt euch selbst anders? Bist kein Mann der großen Worte, hm? Klar. Okay. So. Darf ich irgendwo hier noch hingehen? Ich folge einfach mal den Weg. Weil wenn wir wahrscheinlich die Mutter sehen können, oder die Maman Brigitte, wie sie hier schön heißt, dann werden wir höchstwahrscheinlich eh hier ein bisschen mehr untersuchen können. Ich höre. Was ist? Stabilitätscheck. Empfang auf deinem Blick, okay? Mhm. Scheint so. So, wo sollen wir denn hin? Wir laufen zum Gym. Na gut, dann melde ich mich gleich am Gym. So, wir sind hier inzwischen in der Nähe vom Gym angekommen. Ich laufe mal langsam hin. Hier sind ein paar Wagen in Flammen. Das sind meine Leute. Rett mit ihnen. Rett. Bist wie? Ihr kennt den Weg rein? Wurde mir gesagt. Ja. Garage. Von hinten. Aber psch, leise, ja? Was Interessantes da drüben passiert? Seit wir hier sind, ist alles ruhig. Niemand rein, niemand raus? Nun ja, einmal sind sie raus für Proviant. Proviant? Okay. Moment, das ist. Da war auch diese große Verbrechungstruppe, wo ich. Ich konnte doch dieses Riesenrad hacken. Okay. Los jetzt, keine Zeit verschwende. Was denn? Langeweile? Genau, das war hier nämlich gewesen, der Eingang. Mega Ride. So. Wir breachen da mal. Ich sehe die ersten Gegner nämlich schon. Preisfrage ist, ob wir hier wie bösartig wir auffallen wollen. Ob es irgendein Problem gibt.
Mir fällt etwas härter Sinn. So, wir brauchen einen 1C. Jetzt gibt es nicht viele davon, sehe ich gerade. Also nicht so dermaßen viele. Was wird Wirkbarkeit lasse ich mal weg. Wie immer würde ich auch erstmal sagen, wir gehen straight forward und schauen mal, ob die überhaupt uns angreifen wollen. Beziehungsweise glaube ich, die sind gerade eh ein bisschen abgelenkt. Nämlich alle in andere Richtung.